Und mach mir da Ziel auf und gut ist. Vielleicht kann ich auch in ihm drin tanzen. Ja, so ein bisschen, ne? Wir treten uns gerade so ein bisschen auch gegenseitig in den Hoden. Danke. Astrein, okay. Schön. Jetzt will ich aber auch, sehen, dass wir hier alles geschafft haben, ne? Also 150 brauche ich für das nächste Tor. Ich sehe mal, von Tor zu Tor gibt es dann immer jeweils einen Endgegner, denke ich mal. Also am Ende dieser Kammer jetzt hier quasi. Okay, gut. Ich würde aber trotzdem gerne noch einmal mich hier ranwagen und gucken, ob ich den letzten Käfig finde. Das wäre das Letzte, was ich jetzt heute machen würde. Habe jetzt auch nicht lange aufgenommen. Ich weiß nicht, eine Stunde oder so. Aber ist ja schon mal... Ich meine, drei Level haben wir dann schon mal fertig, ne? Vielleicht, wenn ich den, hau ab! Hau ab! Ich will dich nicht sehen! Wenn ich den Käfig natürlich finde. Ich habe echt aber überhaupt gar keine Ahnung, wo der sein kann. Da kann ich jetzt auch mehr oder weniger durchrennen. Bin ich gerade in die richtige Richtung? Jo! Ja, tut mir auch leid, dass ihr jetzt direkt in der ersten Aufnahme schon ein Level doppelt sehen müsst, aber so ist halt Dubai, der ist halt blind. Also ich bin ja auch wahrscheinlich, sonst hätte ich den einen ja nicht übersehen. Habe ich irgendwo hier ein Leben verloren? Ich glaube nicht, ne? Muss ja ein bisschen Augen aufhalten. Vielleicht war es ja wirklich irgendwo mal noch so eine Tür mit einer Laserbarriere, die ich beim ersten Mal verrafft habe. Aber der Käfig da hinten ist weg. Los! Lauf, Schlappe! Der läuft auch relativ fix, das ist auch eine gute Sache. Ist halt nicht so ätzend. Ja, Energie dürfte ich eigentlich genug haben. Ja, habe ich auch. Das war eine richtig lange Rutschpartie. Ach, das war die Geschichte. Komm, geh mir nicht auf den Keks. Marine! Ich weiß noch nicht genau, wie man die Sequenzen wegdrückt. Nimm den grünen Lums. Lums wieder auch was. So, hier war aber nothing else matters. Yeah, okay. Da. So. Ach, wo kann der Käfig denn gewesen sein? Also ich tippe ja fast, dass er irgendwo am Ende war. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Komm. Wegdrücken! Man kann es einfach nicht wegdrücken, ne? Das ist unglaublich. Ich drücke gerade alles, was ich habe, außer Start und Select, weil ich die Befürchtung habe, dass ich dann das Level irgendwie beende. Ah, vergiss auch nur bei Dialogen. Ich weiß nicht. Bringt leider auch nichts. Ah, okay. Ich kann unter Wasser schießen, das ist schon mal gut. Meine Nase läuft unter Wasser auch, das ist nicht so gut. Ah, komm hier. Ein Luftlum. Noch ein Luftlum. Ah, hier war wirklich nichts, ne? Also ja klar, ein bisschen was Gelbes gab es hier für mich. Einen schönen Gelben. Kurz Luft holen. Ah, wo kann der sein? Also, wie gesagt, ich will wirklich stark tippen. Also, kann es sogar sein, dass ich beim letzten Mal gesehen habe und einfach gedacht habe, pah, die brauche ich doch nie, ne? Da interessiert mich der Käfig. Hauptsache, ich lebe. Kurz um den dicken Baum rumgehen. Nope, hier ist nichts, okay. Das ist wirklich die Erkenntnis. Ah, schön ist, das Level ist jetzt nicht so groß, dass ich mir jetzt denke, Alter, wie soll ich den denn finden? Ah, Schmetterling. Die sind sehr penetrant, ne? Die Schmetterlings.
Gucken wir uns mal kurz hier so um so. Ja, okay, das war eigentlich die eine Ast, der mich da jetzt interessiert hat. Wo ich vielleicht gedacht hätte, da könnte was sein. Einfach mal vorsichtshalber. Aber gab es mal auch irgendwie sowas bei so einer selbstlaufenden Geschichte, wo ich mal was übersehen habe? Ja, okay, da hinten, ne? Das, da hat ja schon mal dran gedacht, dass da vielleicht was sein könnte. Aber glaube ich nicht, weil ich komme, wie gesagt, nicht zurück. Schwierige Sache. Lauf! Ja, jump. Dran kleben, bitte. Danke. So. Sollen wir einfach versuchen? Oh no! Das hat leider nicht funktioniert. Komm! Ach, du bist doch. Du bist doch des Wahnsinns, ne? Ja, okay. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Egal. Nächster Versuch. Ich gebe mal nicht auf. Ja, komm. Müssen wir den Klettermaxe machen? Oh. Das juckt. Ach. Ach, schön dicke, dran gepinselte Wurzel. So wie es halt gehört für ein gutes Plättchen in einem Spiel. Einfach nur auf Texturenbasis alles. Aber ich mag die Grafik auch. Da fühlt man sich immer heimisch. Gut, gut. Jetzt kommt, glaube ich, schon der Piratenkram, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Es war auf jeden Fall irgend so ein Gerät, was mir nochmal Energie gegeben hat, was ich suchen muss. Weil nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, den einfach nicht eingesammelt habe, dass ich irgendwie erstmal befreien muss und dann noch irgendwas tun muss. Das wäre ja doof. Okay, danke schön. Komm ich hier vielleicht nochmal umgucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Weil das, diesen Bereich habe ich relativ schnell absolviert. Naja. Ja, geht das schon, schon mal auf? Hier ist aber auch nichts. Gehen wir runter. Wie du steht ein Helikopter, bla bla bla. Ja, ja. Achso, es war nur das gedöhnt. Raus. Flup. Flubbedi. Flup. Auch ekelhaftes grünes Zeug, was hier unten ist. Mit Geistergesichtern. Boah, Monster, Mann. Stell dich jetzt Bock drauf. Komm. Kletter. Kletter. Immer noch besser als bei Zornes Cortex. Du warst auch nicht der Schnellste, aber immerhin, ne? Hui. Okay. Hier ist uns einfach nichts. Hier muss ja immer noch ein verkackter Käfig sein. Das nervt. Okay. Da ist nix. Dreh dich, Kamera. Ja. Ja, aber nicht so. Meine Güte. Ich hab's ja aber auch gerade nicht im Griff, ne? Pam, 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 pam. Okay, ich habe sogar eine kleine Verwundbarkeitszeit, die Gegner. Ja, jetzt ist gerafft. So, wo könnte ich denn jetzt noch suchen? Weil es ist ja relativ geradlinig, das Level. Deswegen wundert mich das umso mehr, dass ich irgendwo offensichtlich einen Käfig übersehen habe. Die ist ja auch nicht gerade klein, ne? Kann mir eigentlich fast nicht vorstellen. Aber gut, wenn das Spiel das so sagt, dann ist das so. Huch. Was bin ich ja schon oben? So. Okay. Oh, shit. Oh. Ja, ach so, Laserbeier, die gab's ja auch noch, stimmt. Gehen wir nicht auf den Nerv. Ui, da habe ich ja gerade schon so ein bisschen die Haare angesinkt, ne? Au.
Ja, gleich bin fast am Ende wieder, ne? Nun. Okay. Dann muss ich mal. Da muss ich jetzt echt mal kreativ werden. Wo kann das Scheißteil sein? Da, 5 von 6. 5 von 6, das ist sehr unbefriedigend. Mit dem letzten Screen. Aber wo kann denn da was sein? Sorry, mein Hals ist mega trocken. Kann auch sein, dass ihr werden Sequenzen gehört habt, wie ich einfach hart getrunken und geschluckt habe. Aber es ist halt, kennt ihr vielleicht selbst, wenn der Hals so trocken ist, dass man da einfach wirklich jeden Schluck einfach so zuck, zuck. Ui. Okay, gucken wir jetzt nochmal zurück. Nee, da ist nichts, okay. Sehr gut. Habe ich jetzt zumindest schon mal die Gewissheit. Ah, ja, okay, hier könnte natürlich noch was sein. Klar. Schieß auf die violetten Fork you. Schieß auf gar nichts. Hm. Hier vielleicht irgendwo mal was? Ich mir gedacht, boah, das ist jetzt aber hier, ne? Okay, die Weitsicht wird wahrscheinlich auch sehr eingeschränkt sein. Schätzungsweise. Ah, guck mal, da oben ist. Kann das sein? Nee, ist das nicht. Nee, ist das auch nicht. Leider nicht. Das ist leider nur Grafik. Ja gut, da müssen wir leider nochmal runtergehen. Mir bleibt fast nichts anderes übrig, als mir jetzt hier nochmal umzugucken. Auch in diesem Bombengedöns. Da in der Ecke vielleicht. So zwischen. Nee. Krankenwagen, jawohl, sauer. Ist ja auch wieder eine Aufnahme mit dabei. Wollte auch mal wieder Hallo sagen. Ja, brauche ich nicht, komm. Verzupf dich. Rosle Bomb. Gut, die Bombe ist einfach nicht da. Aber hier ist auch kein Käfig. Mann! Kann nicht sein! Ah, die Mucke ist auch interessant, ne? Bum, 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 bum. Hat ein bisschen was vom Amiga. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Ich hoffe mal, da oben ist noch irgendwas, was mir hilft. Oder was mich auf das Rätsel zur Lösung bringen könnte. Nee, hier ist einfach nichts. Nix, ne? Wahrscheinlich ist da oben einfach nur das Ziel. Da war es alles für Nüsse, was ich hier an Zeit verschwendet habe. Oh mein Gott. Da werde ich auf jeden Fall nochmal aufs Ring gucken müssen. Aber wo kann denn was sein? Ich habe doch, meiner Meinung nach zumindest alles abgesucht. Und das Einzige, was es ja vielleicht noch sein kann, ist, dass ich vielleicht irgendwo eine Tür kaputt machen kann oder eine Wand oder so. Und da eventuell was drin ist. Dann sage ich, ich finde jetzt noch was, aber da oben ist ja schon das Ziel. Deswegen bezweifle ich es gerade einfach mal stark. So, es sei denn. Da, guck! Guck mal einer an! Das war fies. Das war fies. Du Arsch. Aber was bist du? Bist du ein Hühnchen-Dinosaurier mit einem kleinen Halstuch? Warum haben die alle ein Halstuch an? Wer hat sich denn so mal einfallen lassen? Vom Charakterdesign. Aha. Ach, den warst du auch schon da, stimmt. Ah, stirb! Auf jeden Fall sehr gut. Ich hab das letzte gefunden. Das ist sehr gut, echt. Ah, es ist sehr beruhigend. So, raus hier. Tschüss. Ja, ich bin schon wieder so in den Boden reingefallen. Ist das Absicht? Kann doch nicht sein, oder? Oh, schön. Wunderbar. Was natürlich noch ein bisschen cooler wäre, wenn ich hier eine Prozentanzeige hätte, aber das haben mir die Spieleentwickler leider nicht gegönnt. Ja klar, speichern wir nochmal ab. Wir haben jetzt nur einen Käfig gefunden im letzten Part. Also wahrscheinlich war es ein Part komplett. Aber egal. So. Okay, das war's dann für heute auf jeden Fall. Drei Level können wir erfolgreich absolvieren, wobei das würde ich jetzt einfach nicht dazu zählen. Das ist jetzt hier einfach so ein bisschen der Tutorial gewesen. Ansonsten zwei weitere Level erfolgreich abgeschlossen. Wir können aber kurz ins nächste reinbunkern. Vielleicht sehen wir noch eine Sequenz. Mal schauen. Mal schauen. Aber gibt es doch bestimmt noch verzwickte Wege. Der Sumpf. Der Weg des Lebens. Okay, ich habe schon die Möglichkeit, jetzt zwei verschiedene Welten zu machen. Einmal der Sumpf und der Weg des Lebens. Interessant auf jeden Fall. Ist ein bisschen, hat ein bisschen auch was von Medieval gerade, ne? Weil wegen unterschiedlichen Wegen. Wahrscheinlich ist der Weg des Lebens
mehr oder weniger ein optionales Level. Werde ich natürlich auch machen, klar, ne? Aber gut. Aber ist ja auch egal. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall erstmal mit dem Sumpf weitermachen. Ja, ich hoffe, das Spiel gefällt euch, denn dass euch die Spielauswahl zusagt. Der erste Teil ist ziemlich gut bei euch angekommen. Ich schätze mal, der hier wird um einiges schöner sein. Also mit schöner meine ich einfach wirklich besser. Man kann sich hier so, man kann hier so ein bisschen besser eintauchen. Dafür wird das Ragige, denke ich mal, so ein bisschen zurückgehen. Aber ich muss sagen, erster Eindruck von dem Spiel echt gut. Steuerung funktioniert, Musik passt auf jeden Fall. Hat eine coole Atmosphäre. Sammelbare Sachen sind motivierend. Und auch von der Grafik her, Spiel von 2000, kann ich jetzt erstmal wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. Gut, hier und da mal ein Clipping-Fehler. Kamera ist ein bisschen störrisch, aber gut. Das waren halt Krankheiten, die zu dieser Zeit immer existierten. Ne? Gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Danke fürs Einschalten generell. Und ja, beim nächsten Mal, ne, wie gesagt, machen wir mit dem Zoom weiter und gucken, wo wir weiterkommen. Also, bis dahin. Tschüss.